Zu der Schrittfolge Pasos Cruzados 2 fügen wir noch etwas zu, machen es noch ein bisschen komplizierter. Wir erinnern uns nach dem Grundschritt 1, 2, 3, 5, 6, 7. Dann kommen die Kreuzschritte. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Jetzt die vier Kreuzschritte gedreht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wo wir auf rechts stehen und hinten links. 5, 6, 7, dann kreuzen. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Jetzt drehen wir uns im Kreis herum, ähnlich wie in der kolumbianischen Salsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der rechte Fuß bleibt am Platz, dreht sie nur und der linke leitet die Drehung immer wieder ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann kommt der Grundschritt. 1, 2, 3, 5, 6 und 7. Praktisch tut der rechte für linken wegschubsen, wie Kegeln, allerdings nicht so springen. 5, 6 und 7, nicht und 7, sondern indem wir die Belastung zur anderen Seite legen, geht dann der Fuß zur Seite. 5, 6 und wir beugen uns rüber. 7, damit das Bein entlastet wird. 5, 6 und 7. Dann tippen wir 1, 2. 3, 4 und jetzt kommt ein Gancho. 5, 6 und 7 und der Grundschritt 2, 3, 5, 6, 7. Bei der Gancho-Drehung machen die Frauen so, mit Spannung, Hände hoch, rechte zuerst, linke danach. Die Männer gehen hoch, strecken die Hände hoch und kommen dann wieder normal runter. Ja, aus der Sicht, also der Grundschritt, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Der Kreuzschritt, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Die getretenen Kreuzschritte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Wohlgemerkt, die Hände und der Körper geht rüber, während das Bein in die andere Richtung geht. 5, 6, 7. Da kommt das Tippen. 1, 2, 3, Tipp. 5, 6, 7. Herumdrehen, rechte am Platz, der linke bewegt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt kommt wieder der Grundschritt. 1, 2, 3, 5, 6 und 7. 5, 6, Gewicht auf die rechte Seite, 7. Nochmal, nicht so. 5, 6 und 7. 5, 6, 7. Da kommt das Tippen. Bein geht rüber, Hände darüber. 1, 2, 3 und jetzt Gancho. 5, 6, 7 und Grundschritt. Tippen. Hoch die Hände, Männer, und wieder runter. So.
Zeugnis. Michael. Con tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo.